Ich habe intensiv die neuen Mitglieder der Ständigen Impfkommission von Karl Lauterbach recherchiert. In diesem Video bekommt ihr die Ergebnisse zu sehen. Eines vorab. Es handelt sich hierbei um einen Skandal allererster Güte. Also, gut festhalten. Die Ampel macht die Ständige Impfkommission zum Instrument der Pharmalobbyisten, Impffanatiker und Klimaaktivisten. Von den 19 Plätzen in der STIKO besetzt Gesundheitsminister Lauterbach 14 neu mit Personen, die alles andere als neutral und objektiv sind. Auf Basis der Empfehlungen der STIKO werden Soldaten zum Impfen gezwungen, werden Kinder zum Impfen genötigt und politische Regelungen erlassen. Millionen Menschen wurden in der Corona-Zeit aufgrund von Empfehlungen der STIKO massiv in die Impfung genötigt. Wer sind die 14 neuen Leute, die Karl Lauterbach in die STIKO berufen hat? Ich habe sie mir alle genauer angeschaut und je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso grausiger wurde das Gesamtbild. Es sind fast ausnahmslos Getreue der Pharmaindustrie und regierungstreue Wissenschaftler und Klimaaktivisten. Bitte teilt dieses Video, damit möglichst viele Menschen mitbekommen, wie skrupellos die Bundesregierung eine wichtige Institution zugunsten der Pharmalobby besetzt. Gehen wir diese Personen nun einmal der Reihe nach durch. Da haben wir Professor Dr. Reinhard Berner, Kinderklinikdirektor in Dresden. Er war für die Pharmaunternehmen Parexel und Provention Bio an der Entwicklung von Arzneimitteln beteiligt, hat gegen Honorar Beratungs- und Vortragstätigkeiten für den Arzneimittelhersteller Infectopharm und klinische Studien für diverse Pharmaunternehmen wie Novartis durchgeführt. Zusätzlich war er auch als Referent bei Veranstaltungen unter anderem zum Thema Impfen tätig, die von Pharmagrößen wie Pfizer, GlaxoSmithKline oder Sanofi Pasteur gesponsert wurden. Er ist außerdem Koordinator für Pädiatrie im nationalen Pandemie-Kohortennetz, das 2020 als Teilbereich des Netzwerks Universitätsmedizin gegründet wurde. Sie haben das Ziel, Maßnahmenpläne und Behandlungsstrategien aller Universitätskliniken im Pandemiefall zusammenzuführen. Klingt schwer nach Gleichschaltung, oder? Gefördert wird das Ganze mit mehreren 100 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Weiter geht es mit Dr. Anja Quetkat, Leiterin einer Klinik für Geriatrie in Osnabrück. Sie hat die meisten Interessenskonflikte. Man kann kaum glauben, dass diese Frau bald Impfempfehlungen aussprechen darf. Sie ist eine absolute Impffanatikerin und wenn man sich ihre vorigen Tätigkeiten anschaut, weiß man auch sofort, woher der Wind weht. Sie ist Mitglied im Beirat von Pfizer und erhält dahingehend zahlreiche Honorare, unter anderem für Vorträge sowie finanzielle Forschungsunterstützung. Doch sie wird nicht nur von Pfizer bezahlt. Die Liste ihrer Pharmasponsoren ist lang. Da sind auch Novartis, Sanofi Pasteur, AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline und Seqirus aufgezählt. Letzteres ist ein Impfstoffhersteller mit Sitz in Australien, welcher das Projekt Grippeschutz betreibt. Und wer ist in diesem Projekt Mitglied? Natürlich Frau Quetkat. Und es geht fröhlich weiter. Beim Geriatrie-Symposium vor einigen Jahren war sie Leiterin. Und wer waren die Sponsoren dieser Veranstaltung? Nur Pharmaunternehmen. Pfizer, Bayer, MSD, Novartis, Mundi Pharma und andere. Auch bei Fortbildungen, wo sie als Referentin und oberste Predigerin für Impfen auftritt, sind in der Sponsorenliste wieder Pfizer oder Heal. Sie macht insbesondere älteren Menschen Angst und Panik vor Influenza und anderen Erkrankungen, um sie zum Impfen zu drängen. Ihr selbst erklärtes Ziel ist die bedingungslose Steigerung von Impfraten in jeder Alterskohorte. Solch ein Ziel ist genau das Gegenteil einer objektiven Herangehensweise an die Bewertung von Impfstoffen, wie sie eigentlich in der STIKO sein sollte. Als nächstes haben wir Dr. Alexander Dalbke, Virologe und Klinikdirektor in Heidelberg, der angibt bei seiner Publikation Risikofaktoren für schwere Covid-19-Verläufe bei Personen im Alter von 18 bis 61 Jahren von der Pharmafirma Amgen für einen früheren Vortrag vergütet worden zu sein. Amgen ist ein Biopharmaunternehmen. Deren Unternehmensmotto ist: Als wertorientiertes Unternehmen sind uns die Verlässlichkeit sowie die ökologische Nachhaltigkeit und Diversität im Team wichtig. Zudem hat er in der Corona-Zeit die mRNA-Impfung als Allheilmittel gepredigt, auch bei Jüngeren, und behauptet, dass eine sterile Immunität bei Geimpften möglich
und Geimpfte nicht mehr ansteckend seien. Diese beiden Aussagen sind mittlerweile nachweislich falsch. Er hat also Fake News über die Corona-Impfung verbreitet und wird dafür nun mit einem Sitz in der Impfkommission belohnt. Wahnsinn, wie unverantwortlich die Bundesregierung mit der Gesundheit der Menschen umgeht. Dazu kommt Dr. Horst von Bernuth, Kinderarzt und Immunologe an der Charité Berlin. Für eine Präsentation gab er an, von den milliardenschweren Pharmaunternehmen Bayer Healthcare und Baxalta Shire Honorare für Beratungen erhalten zu haben. In der Vortragsreihe Infektiologische Intensivkurse hat er als Referent mitgewirkt. Sponsoren der Reihe waren die Pharmaunternehmen Veef Healthcare, Infectopharm und MSD. Er soll zudem ein Spezialist für Überzeugungsarbeit sein. In den USA half er zum Beispiel den Demokraten im Straßenwahlkampf. Und nun gibt er Tipps, wie man mehr Eltern erreicht, ihre Kinder impfen zu lassen. Es soll ein obligatorisches Recall-System eingerichtet werden, laut ihm. Über mögliche Nebenwirkungen oder ausgewogene individuelle Impfentscheidungen scheint sich auch dieser Mediziner keine Gedanken zu machen. Erschreckend. Als nächstes kommen wir zu drei Klimaaktivisten, die nun die STIKO vertreten. Drei junge Frauen, die den Klimawandel als riesige Bedrohung sehen und ihre Forschungsschwerpunkte dahingehend gesetzt haben. Den Anfang macht Dr. Julia Tabatabai, Kinderärztin aus Heidelberg. Sie ist Teil einer Heidelberger Initiative zur Klimakommunikation, die sich Two Slides for Future nennt. Jetzt bitte gut zuhören. Ich habe mir diese Initiative angeschaut und festgestellt, dass es absolute Klimapanikmacher mit einem konkreten Propagandaplan sind. Wenn jemand einen Vortrag hält, egal über welches Thema, soll er am Anfang seiner Präsentation zwei Folien über die Klimakatastrophe einbauen. Das sei wenig Aufwand und bleibe dennoch im Gedächtnis. Denn das Credo dieser Truppe ist, der Klimawandel ist real und die sich daraus ergebende Gefahr für die Menschheit aufgrund der globalen Erwärmung ist beispiellos. Daher wollen sie ihre Propaganda über die Bildung verbreiten. Ihr fragt euch, warum so eine Person in die Ständige Impfkommission berufen wurde? Ich mich auch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Weiter geht es mit Professor Dr. Beate Müller vom Institut für Allgemeinmedizin aus Köln. Ihre Professorenstelle wurde eigens für sie eingerichtet, ähnlich wie bei Karl Lauterbach, und legt den Fokus auf die Rolle der Hausarztpraxis im Klimawandel. Sie ist Mitglied in der Allianz für Klimawandel und Gesundheit, die unter anderem behaupten, die Gesundheit von Kindern sei durch die Klimakrise massiv gefährdet, und angelehnt an Fridays for Future haben sie das Aktionsbündnis Health for Future gegründet und sagen, die Klimakrise sei eine Gesundheitskrise. Ich finde das nicht nur abenteuerlich, sondern bizarr. Auch diese Frau hat meiner Meinung nach nichts in der STIKO verloren. Die dritte junge Frau heißt Dr. Andrea Kaifi-Pechmann, Professorin für Umwelt-, Arbeits- und Sozialmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie lehrt dort mit dem Schwerpunkt gesundheitliche Folgen des Elektroschrottrecyclings Untersuchungen auch in afrikanischen Ländern. Seit 2023 ist sie im Vorstand vom Aktionsbündnis Arbeitsmedizin, in dem immer der aktuelle Bundesminister für Arbeit Schirmherr ist. Zum jetzigen Zeitpunkt also Hubertus Heil. In dem Bündnis geht es unter anderem um klimasensible Beratung, was auch immer das sein soll. Sie hält Vorträge wie Diagnose Klimakrise, Handlungs- und Konfliktfelder im Kontext planetarer Gesundheit oder die Auswirkungen zunehmender Hitzeperioden auf ambulant Pflegende. Die nächste Frau heißt Dr. Berit Lange, ist Epidemiologin und arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ich habe herausgefunden, dass sie 2019 für die Grünen bei der Kommunalwahl in Freiburg kandidiert hat. So viel zu politischer Neutralität der STIKO. Wir erinnern uns, die Grünen waren die größten Verfechter von Impfpflicht und anderen autoritären Maßnahmen in der Corona-Zeit. Sie hat die Regierung durch zahlreiche Modell- und Simulationsstudien zur Corona-Pandemie beraten und nachweislich falsche Berechnungen angestellt. So behauptet sie in einer Publikation, dass es im Jahr 2020 wegen Corona eine erhebliche Übersterblichkeit in Europa geben wird. Diese Übersterblichkeit gab es auch, aber nicht im Jahr 2020 wegen Corona, sondern erst nach dem großen Impfstart mit den neuartigen mRNA-Mitteln. Sie ist außerdem Koordinatorin des Großprojekts MONET mit Modellierungen im Kampf gegen Pandemien. Das Projekt wird mit 15 Millionen Euro
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das neue STIKO-Team wird vervollständigt durch 3 Impfstrategen und 2 gnadenlose Maßnahmenbefürworter und Impfprediger aus der Corona-Zeit. Dr. Stefan Flasche ist Professor für Infektionskrankheiten an der Charité Berlin. Ein Kollege von ihm ist Dr. Christian Drosten. Er will eine entscheidende Rolle spielen bei der Verbesserung der Pandemievorsorge und der globalen Gesundheitssicherheit. Da schrillen bei mir die Alarmglocken. Seine Impfstrategien hat er bereits 2010 in Studien festgehalten. Und letztes Jahr war er Referent beim Symposium des Robert-Koch-Instituts zum Thema Long-Covid und Impfprävention. Dort erklärte er verschiedene Ansätze zur Impfplanung und Impfimplementierung. Auch Dr. Christian Schönfeld ist an der Charité Berlin tätig und macht reisemedizinische Impfberatungen, hat dazu auch bereits ein Handbuch herausgegeben. In seinem Programm finden sich unter anderem Titel wie Umgang mit Impfskeptikern. Auch hier wieder das Mantra, es gibt nur eine Lösung, impfen, impfen, impfen. Eine neutrale Bewertung des Schadens und Nutzens von Impfstoffen ist bei dieser Weltsicht nicht zu erwarten. Etwas weniger radikal, aber auch auf Linie, ist Dr. Brigitta Weltermann, Professorin und Hausärztin in Bonn. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Impfstoffmanagement in der ambulanten Versorgung. Zu den Hardlinern in der Corona-Zeit gehörte Stefan Brockmann, Virologe und Chef des Landesgesundheitsamts in Baden-Württemberg. In der für sehr viele Menschen schlimmsten Zeit der Freiheitsberaubung meinte er, dass es nur wenig Spielraum für Öffnungen gäbe. Er wird offensichtlich für seine Linientreue in der Corona-Zeit mit einem Sitz in der STIKO belohnt, ebenso wie Dr. Thomas Grünewald aus Chemnitz. Der behauptete, die Ungeimpften wären schuld an der Überfüllung von Krankenhäusern und Intensivstationen und wären anfälliger für schwere Verläufe und Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Er wird dafür gelobt, dank seines starken Werbens für das Impfen die Impfquote in Sachsen erhöht zu haben. Auch er scheint die Nebenwirkungen einer Impfung völlig auszublenden. Auch er wird für das Verbreiten von Fake News im Sinne der Regierung in der Corona-Zeit mit einem Sitz in der STIKO belohnt. Ergänzt wird die neue Mannschaft der STIKO durch die Kommunikations- und Medienforscherin Dr. Konstanze Rossmann aus Erfurt. Sie ist eine Expertin im Bereich der Gesundheitskommunikation und Medienwirkung und beschäftigt sich mit der Bedeutung neuer Medienkanäle für die Gesundheits- und Krisenkommunikation. Man hört raus, dass ihre Aufgabe ist, als PR-Strategin die Impfempfehlungen wirksam an die Leute heranzutragen. Dass sie in diesem Team ist, zeigt, dass es darum geht, die STIKO noch mehr als bisher zum Propagandainstrument der Regierung zu machen. Dabei sollte die STIKO eigentlich eine Kommission sein, die zum Nutzen der Bürger eine möglichst objektive Bewertung von Impfstoffen vornimmt. Ich mache mir große Sorgen um die STIKO. Jeder Mediziner in Deutschland gelobt im Sinne des hippokratischen Eids, dass das Wohlbefinden der Patienten oberste Priorität für die Behandlung hat. Ein weiterer Grundsatz in der Medizin lautet, eine Therapie darf nicht mehr Schaden anrichten als die Krankheit selbst. Propaganda für die Regierung haben in der Medizin genauso wenig zu suchen wie Impffanatismus, um der Pharmaindustrie höhere Absätze zu ermöglichen. Diese Recherche werde ich euch allen als PDF zur Verfügung stellen. Unten im ersten Kommentar werdet ihr einen Link finden. Fühlt euch frei, meine Ergebnisse zu ergänzen oder selbst weiter zu verwerten. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Was meint ihr? Ist diese Kommission politisch unabhängig? Stellt ihr euch so eine angeblich unabhängige Kommission vor, die zu eurem Nutzen handeln soll? Haltet ihr sie für neutral? Wie wirkt das Ganze auf euch? Teilt diese Erkenntnisse bitte mit euren Freunden und Verwandten. Verbreitet sie, damit niemand mehr behaupten kann, er wüsste das nicht.